Und damit wieder hallo und willkommen zurück hier zur nächsten Folge vom Projekt Minecraft Beyond. Ja, wo wir ja in der letzten Aufnahme aufgehört hatten und ich hier die Drum wieder mal auffüllen habe lassen. So, damit können wir jetzt natürlich erstmal wieder zu unserer Solarzelle. Ja, genug, die Solarzelle ist dort, ne? Nein, Quatsch. Nicht zur Solarzelle, sondern wir gehen erstmal zur Quarry. In der Hoffnung, dass wir das irgendwie mal noch hinkriegen, dass die mal fertig wird. Andernfalls hatte ich überlegt, ob ich das nicht dann doch so mache, dass ich mich darüber dazu überwinde, umzubauen. Das heißt, das Ding komplett abgebaut und dann doch schon an meine Solarzelle gestellt. Würde, glaube ich, Zeit und Mühen sparen, denke ich. Ich meine, gut, ob das jetzt zwar sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, weil die hat ja doch schon ganz schön was gegraben. Deswegen, ich lasse die jetzt mal bis zu Ende durchlaufen, ups. Und danach stelle ich so. Das wäre jetzt Blödsinn. Was willst denn du? Boah, Junge, komm doch mal runter da, ey. Warum müsst ihr denn immer nach da oben, ey? Ich will nicht eher nach oben laufen müssen. So. Weil die hat ja, wie ihr seht, heieiei. Also, sie hat schon ein bisschen was geschafft. Kann man wirklich mal so stehen lassen. So, du kriegst. So, und jetzt kriegt wieder der Generator noch ein bisschen was. Weil der soll ja auch noch arbeiten. Zack. Zack, zack, zack. So. Und wir nehmen hier mal so ein paar wichtige Rohstoffe raus. Eisen. Boah, geil. Toll. Ach, hier unten arbeitet sie gerade. Wie ihr seht. Ha. Die gräbt sich jetzt gerade hier so ein bisschen durch. Sehr schön. Wie gesagt. Die hat ja noch ein bisschen 20 Chunks, hat sie. Sie ist beim 5. Also, na, das dauert ein bisschen. Aber lass sie mal machen. Wie gesagt, mich stört's nicht. Die kann ruhig erstmal vor sich hin da arbeiten. Ups, genau, lauf erstmal gegen den Pfosten. So, Vollpfosten. Haha, nein. So, genau. Da haben wir das. Dann lade ich mal ein bisschen ab, was denn wirklich geht. Wahrscheinlich nicht viel. Toll. Wo habe ich überhaupt die drei Bücher jetzt her? Keine Ahnung. Irgendwo bestimmt rausgenommen, wo ich sie hätte gar nicht rausnehmen wollen. Egal, was soll's. So, das da rein. Das Nieder hier drin. Genau, warum auch immer ich das hier drin habe. Flint habe ich hier drin, obwohl es da nicht rein gehört. Rottenflash darin. Du Scheiße. Die Bones, die packe ich erstmal hier rein. Die brauchen wir nachher, weil wir ja dann jetzt den Double Crusher bauen werden. Und da brauchen wir bitte Platz. Den Stuff darin. So, genau. Das heißt, wir hatten ja gesagt, wir wollen den Double Crusher bauen. Ist eigentlich im Grunde nicht schwer. Wir brauchen bloß zwei von den normalen Crushern. Das heißt, zwei Iron Casings, vier von denen. Das heißt, lass uns mal 1, 2, 3, 4. Ich weiß gerade gar nicht, reicht das? Hier braucht der bloß Quarz, genau. Gut. Dann lass uns mal gerade hier, wips, die Dinger bauen. So, Quarz. Brauchen wir wie viel? Hier brauchen wir. Ach nee, wir, oh Gott, wir brauchen noch mehr. Vierer haben wir. Hier nochmal vier, acht, 16. Gut. Da habe ich mich vertan. Entschuldigt. 15, ich brauche 16. So, zack. Das Ding davor geschmissen, angeschmissen, fertig. Gut. Fertig. So, das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal die Teile. Das heißt, wir brauchen
2, das heißt nochmal 4 mal schwarzen Quarz. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. So, 4 mal schwarzen Quarz kommt sofort. Quarz müssen wir heute demnächst fahren gehen, wieder, wie ich sehe. So, das heißt, die zwei Teile, zack. 4 mal, genau. Brauchen wir nämlich genau 4 mal. So, da haben wir die. Hier brauchen wir nochmal Sticks. Ach, hier brauchen wir alles. Oh. Eisen, Stickily Stickmans, und Quarz. War jetzt Quarz in der Mitte? Warum ist da Quarz in der Mitte? Tatsache. Na gut. Egal. Machen wir nochmal zweimal Quarz. Ich hab's schon wieder total vergessen, dass ich da auch nochmal Quarz brauche. So. Brauchen wir die zweimal. Perfekt. Flint, den ich gerade weggepackt habe. Toll. Und Stone. 1, 2, 3, 4. Und hier nochmal ein bisschen Flint, diesen Flint. So. Müsste wir jetzt alles haben. Ach. Echt Cobblestone. Alles Stone, ne? Verdammt. Doch, hier oben. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das müsste gechiselter Kobbel. Ha. So, jetzt aber. Pups. Haben wir unsere zwei Crusher durch. So, das heißt, jetzt brauchen wir nochmal 4 mal Kobbel. Okay. 1, 2, 3, 4. So. Dann brauchen wir, oh Gott, noch eine ganze Menge Geschissel. Das brauchen wir wieder. Das heißt, wir brauchen Sticks. Haben wir. Eisen haben wir. Zack. Schwarzen Quarz. Aber ich glaube, davon brauchen wir eh mehr. Zack. Weil wir brauchen, glaube ich, hierfür nochmal. Hier brauchen wir nämlich nochmal. Das heißt, 1, 2. 1, 2. Und wir brauchen noch eine Menge Eisen, noch eine Menge Redstone, entschuldigt. So, wir machen erstmal die Dinger, zack, haben wir die. Wie viel brauchen wir denn? 4, ich glaube 8, ne? Ja. Gut, dann schmeißen wir nochmal 8 von denen da rein, zack. Fertig. So, Double Crusher. So, dann brauchen wir jetzt erstmal die zweimal, genau. Jetzt brauchen wir noch Gold Nuggets. Ach komm, lass mal ein Stack nehmen. Sonst wären wir hier des Lebens nicht froh, weil ewig da gucken. Zack, zack, zweimal die. So, dann müssten wir es ja gleich haben, ne? Das Teil noch einmal, zack. So, ich glaube, da müssten wir doch. Ha! Double Crusher. So, da ist er nämlich fertig. Und den ersetzen wir jetzt nämlich gleich. Wow, es ist noch. Na, was soll's? Aua. Manu. Eine Rüstung sollte ich mir auch mal eine bessere bauen demnächst. Die ist irgendwie. Zum einen ist sie eh gleich kaputt und zum anderen, naja. Irgendwie nicht mehr ganz standgemäß. Oder standesgemäß. Aber was soll's? Passiert. So, hallo Herr Crusher. Ich glaube, Sie sind nicht mehr standesgemäß. Hä? Klingt irgendwie zwar mies, aber ist so. So, ja. Wow. Ich sollte aufpassen, wie ich klicke. Toll, und ich habe wieder keinen Platz mehr. Yay, das ist doch nicht... Wie gesagt, das bleibt ja alles nicht so. So rudimentär gerade. Ich ändere das nochmal. So, das heißt, den Double Crusher, den könnten wir eigentlich theoretisch wieder herstellen. Geben dem noch ein bisschen Saft. Saft macht Kraft. Wo haben wir es denn da? Zack. Und verbinden das Ganze nochmal. Genau, da kriegt er wieder Saft. So, wie gesagt, natürlich ist jetzt alles
Nicht das Schönste. Es ist nicht schön, aber selten. So, das nehmen wir mit. Und dann holen wir hier gleich mal noch einen Stack raus. Zack. Zack. So, und da kann er jetzt gleich mal... Die Frage ist jetzt, kann man hier eine Kiste daneben bappen und der packt das in die Kiste? Ich weiß es nämlich gerade gar nicht, weil das wäre schön. Weil dann würde das nicht volllaufen. Probieren wir gleich mal. Ha! So, Double Crusher ist fertig. Und wir gehen mal kurz pennen, weil haben wir es einfacher. Oh je. So. Da könnte man eigentlich theoretisch auch gleich mal so eine Storage-Dingens hinsetzen, oder? Das wäre natürlich sexy. Ja, genau. Alter, wie alles hier vor mir sterben tut. Ich find's gut. Gefällt mir. So. Da haben wir zwar noch den Crusher über, das ist aber erstmal nicht ganz so schlimm. Vielleicht braucht man mal irgendwem. Oder wenn jemand noch mitmachen will. Oder von meinen Leuten mitmacht. Dann können wir die ja immer noch mal vergeben. So, wie viel kostet mich denn jetzt so eine Medium? Das war eine normale. Wood Casing. Haben wir noch Wood Casings? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nee, und haben wir hier noch welche? Ich habe die nicht doch da unten. Warte mal. Nein, ein. Ja toll, ein Wood Casing bringt mir doch, warte mal. Moment. Sollte es reichen? Ja, geil. Alter, ich brauche noch Kisten. Verdammt. Holz habe ich. Boah, aber Kisten. Truhen. Wie viel haben wir? Zwei. Verdammt. Mir fehlen zwei. Scheiße. Nein, Merde. Entschuldigt. So. Zwei Kisten noch. Haben wir nämlich die normale. Ich denke mal... Ich werde jetzt nicht auf die große gehen, weil da muss ich jetzt wieder... Void-Zeugs bauen und da habe ich... Obwohl... Vielleicht reicht das. So, diese Kiste plus... White Crystal Blöcke, die habe ich und Oak Planks. Okay, na, kriegen wir wenigstens die Medium fertig. Ich meine, für das wird, glaube ich... Nein! Es reicht nicht. Verdammt. Void Crystal Blöcke waren wieder wie hergestellt? Waren die nicht hier über den... Ach nee, das waren ja nur die normalen, ne? Quatsch. Ach gut, das waren bloß die Bälle. Na gut, das geht. Scheiße. Mir fehlt genau einer. Nee, sogar zwei. Und das war wiederum Kohle, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm. Ich glaube, das war Kohle. Genau. Huh, hab ich aber noch Glück gehabt, du. So, haben wir nämlich die Void Crystal Blöcke. Da können wir wenigstens auf die Medium Storage gehen. Es ist nicht ganz so langweilig. So, 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 so. Kiste in der Mitte. Holz außenrum. Haben wir die Medium. Die, denke ich mal, reicht für den Crusher. Weil wir wollen ja jetzt hier nicht übermäßig... Alter! Kommst raus und steht erstmal was Grünes neben dir. Aber der hat es irgendwie nicht ganz gecheckt, dass ich da war. Und hatte ich aber nochmal Schwein, du. Ich meine, gut, explodiert hätte er eh nicht können. Oder wenn, hätte er keinen Schaden gemacht. Aber... Ah, das war jetzt ein bisschen eine Überraschung. Yay. Grüne, flauschige Füße. Yay. Nicht wirklich. So. Probieren wir das mal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Weil, wie ihr seht, der macht nämlich nur so lange was wie... Hat der denn... Der hat keinen Output. Spannerei. Ich hätte gedacht, der hat irgendwo einen In- und Output. Moment. Muss ich ja schon wieder loslaufen. Ich hol mal so eine Conduits-Gedöns-Dingens. Transport-Conduits. Habe ich ja irgendwo noch rumfliegen. Probieren wir es mal damit. Ach ja. La 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 la.
So, weil da wir ja eh die Canola, Quatsch, Canola, die Kaffeefarm abbauen wollen, können wir ja gleich mal anfangen. Ja gut, so eigentlich nicht, aber okay. Ich sollte mir angewöhnen, auch Shift zu klicken. So, das sollte erstmal reichen. Erde. Erde, bitte mal wieder hinsetzen, danke. Ihr habt nichts gesehen. Blum, 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 blum. Was ist hier drin? Ein Servo, genau. Den nehmen wir uns nämlich jetzt auch gleich mit. Weil wegen brauchen wir nicht mehr. Das kommt alles dann irgendwo anders mal hin. Da möchte ich ja dann auch noch mal ein bisschen umarbeiten. Aber da bin ich noch nicht so weit. Lalalalalala. Na, mal sehen, ob das wenigstens jetzt funktioniert. Es wäre natürlich schön, weil sonst bringt mir der Crusher nichts, wenn du den nicht irgendwie sagen kannst, hier, da Kiste, du bitte in Kiste, ne? Und so. Warte mal, kann man die Kiste hier oben drauf pappen? So. So, Servo. Das liebe ich. Guckt euch's an. Genauso wollte ich das haben. Hehe. Ah, sehr schön. Zack. So kann der jetzt nämlich. So brauche ich mir nicht eher das Ding verstopfen. Und hier kommt nämlich jetzt noch ein Ofen hin. Da muss ich das wahrscheinlich nochmal umbauen. Eventuell. Damit das so geht. Ha. Mal gucken, ob der jetzt. Nimmt der jetzt nur davon raus? Das wäre doof. Na, werden wir sehen. So, als nächstes bauen wir uns noch den. Moment, wie heißt er? Double Furnace? Ne, Powered Furnace, genau. Den Powered Furnace. Der ja auch gut ist. So, also an Öfen wird es uns nicht mangeln, weil Koppel haben wir genug, wenn es darum geht. Und, ne? So, der kann erstmal ein bisschen wieder, ne? Dann hat nämlich unser Baumfarm wieder was. Und da werde ich definitiv wahrscheinlich auch, ja, ich denke mal in der nächsten oder übernächsten Folge werde ich mich wirklich dran setzen, das Kart nochmal komplett neu bauen, aber diesmal auf Reinforced, also auf Haltbarkeit, dass das Ding gar nicht mehr kaputt geht, das Schwert hier vorne. Weil man kann es ja leider nicht mehr austauschen, ne, wenn man es einmal gebaut hat. Das werde ich dann wohl doch berücksichtigen und umbauen. Genau. Wir machen aber jetzt erstmal mit dem Powered Furnace weiter. Der ja auch nicht so schwer ist. Aber dann haben wir endlich mal auch den gebaut, weil den habe ich nämlich auch nie. Das sind zwei normale Furnace, aber. Und ich bin schon wieder so voll geklumpt, ey. Das ist so ekelhaft. So, was ich gesehen habe, wir brauchen dafür schon wieder die Dinger. Das heißt, 8 mal Redstone. 8. Machen wir erstmal das Redstone. Zack. Nein, nicht den Drill. Dankeschön. Zack. 8 mal Redstone. Haben wir das. Dann brauchen wir wieder schwarzen Quarz. 1, 2, 3, 4. Wir machen lieber mal 4 mal schwarzen Quarz. Bevor ich dann 15 mal durch die Gegend laufen muss und den schwarzen Quarz holen muss. Den Basalt packen wir jetzt immer mit hier drin. Weil wegen ist so. Weil wegen brauche ich nicht anders. Ich brauche Kohle. Nein, 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 nein. So, zack. Haben wir den schwarzen Quarz schon mal fertig? Können wir uns denn da schon was bauen jetzt damit? Da müssten wir doch ein. Obwohl, komm, lass uns gleich mal zwei machen. Einfach weil wir es können, weil dann können wir nämlich zwei von den Öfen machen. Na gut. Natürlich auch nur, wenn wir nochmal 8 von den Dingern machen.
Weil, ne, ihr wisst ja, doppelt hält besser. Und doppelte Power ist sowieso viel besser wie normales, langweiliges. Weil einfach kann jeder und so. Und wir sind ja nicht irgendwer, wir sind wir. Und wir wollen ein bisschen, mal ein bisschen was Neues machen. So haben wir die Schere. Was fehlt uns denn jetzt zum Glück? Die vier Öfen, na gut, die kriegen wir hin. Und vier, nein, ja doch, vier von den Emoji Crystals. Jetzt gucke ich aber vorher, ob ich die nicht noch irgendwo habe. Nicht wie das letzte Mal. Ha. Es ist das Traum, ist das. Als ob ich es gewusst hätte, dass ich schon wieder voll geklumpt bin. So, ich schmeiße jetzt hier gerade mal ein bisschen weiter raus. Die Goldnuggets wieder raus. So, weil. Was waren jetzt hier noch? Die Öfen fehlen uns und gechiselter Kobbel. 1, 2, 3, 4. Und dann brauchen wir noch Öfen. Na gut, das ist nicht das Problem. Also, ne, wenn's das nur ist. So. Zack. Haben wir vier Öfen. Können wir uns zwei von den Furnissen bauen. Zack. Yes, meine lieben Freunde. So. Und jetzt geht's mal so richtig rund. Weil diese Power-Furnisse, die sind ja mal wirklich richtig schön. Die sind schön, da kannst du mal wirklich nebenbei was durchraddern. Also kann man ruhig mal haben. Und man hört, der Crusher arbeitet, also von daher scheint es zu funktionieren. Mit dem Servo. Muss bloß gerade mal gucken, wie ich es jetzt mache. Wie ist denn das überhaupt? Hat er jetzt? Tatsache, er nimmt auch da raus. Nee, doch nicht. Oder? Doch. Yes. Schaut euch das mal an hier, meine Lieben. Es ist das nicht ihr Traum. So, normalerweise könnten wir doch theoretisch. Haha. Das könnten wir eigentlich mal machen. Ich meine, gut, umbauen müssen wir das dann nachher eh nochmal. Oder wir machen es. Moment. Ich überlege gerade noch. Ha. I have idea. Wir lassen das alles hier neu laufen. Ha. So, weil ein Servo haben wir ja noch. Na gut, muss schon einen bauen, verdammt. So, haben wir noch genug Cables? Ja, vierer. Gut, machen wir so. Das läuft ja eh nur da rein. Und hier müssen wir dann. Ja. Brauchen wir noch ein Servo, dann können wir ihm nämlich auch sagen. Warte mal, einen haben wir ja sogar noch. So, zack. Dann sagen wir ihm, der braucht nichts. Und zack. Seriously? Ach so, weil der leer ist. Ah, deswegen. Okay, hatte ich hier noch irgendwo? Nö. Dann machen wir hier nochmal kurz. Plöps. So. Brat mal ein bisschen weiter durch, mein Freund. So, dann müssen wir mal gerade hier noch ein bisschen ausbauen, weil wir müssen ja noch da hinten hin. Das Appetit ein bisschen durch. Wie gesagt, das sieht nicht wunderschön aus, aber für die Zwecke, die es erfüllen soll, funktioniert. So, hier noch so ein Servo geschmissen, gebastelt. Muss ich dann mal gucken. Aber wie gesagt, so kriegen wir wenigstens erstmal schön viel Bone Meal. Und das brauchen wir ja für unsere Baumfarm. Die wir ja dann auch nochmal neu gestalten. So.
Oh je. So, dann können wir hier gerade mal nochmal das reinschmeißen. Das ist bloß Kobbel. Okay. Gut, da hätten wir das. Die Kisten hier draußen werden auch voll sein vom Fischer, aber na gut, macht nichts. Ist wie es ist und da vorne steht schon wieder ein Skelett blöd rum. Oh Junge. Was willst du denn, Digga? Mensch, stirbst eh. Also. Probier's gar nicht erst. Ist gesünder für dich. So. Erstmal hier ein bisschen Krempel abladen. Das weg. Na gut. Viel Krempel kriege ich hier wieder nicht unter. Verdammt. Ah doch, die Pfeile und den. Ach ja. Das und das. So, den Rest gucke ich mal, ob das hier irgendwo reingeht. Normalerweise ja. Jawohl. Ha, perfekt. So, das hier rein. Den Maple-Sirup weiß ich noch selber nicht mal, wo ich den hinschmeiß. Die Item-Ducts, die brauche ich gerade nicht mehr. Die können hier wieder drin. Da müssen wir uns dann nachher nochmal ein Servo bauen, verdammt. Weil Servo haben wir nicht mehr. So, Maple-Sirup. Ach so, das ist ein Snack. Da gehört das in die Essenskiste, die dann nicht gerade hier ist. Und Holz. Ja gut, Holz ist gerade... warte mal. Spruce Wood können wir eigentlich klein machen. Haben wir ja. Da. So, das Holz kriegen wir nicht unter, das weiß ich, weil voll macht nichts. So, wie viel kostet mich denn jetzt so ein schöner Servo? Das war wieder was für ein schöner Mod? Toll. Wenn ich mal die nicht weggepackt hätte, da Thermal Dynamics Ones. Stimmt. Add Thermal Dynamics. Ja, der Mod ist schön. Definitiv. Item Ducts. Hardened Flux Duct. Hardened Fluid Duct. Item Ducts. Ist ja easy. Naja gut, Fused Quartz. Waren das die? Oder waren es die? Ich glaube, das waren sogar die hier, ne? Mit Lead und Zinn. Ha! Noch einfacher, weil wir hatten ja kein Hardnet. Dingens. Mit Zinn. Zinn haben wir hier. Und was war das andere? Silber, ne? Was war's? Verdammt. Zinn und, ach, Lead. Lead. Da oben. Gut. Warum mache ich jetzt eigentlich? Na gut. Kann man mal ein paar machen, weil wegen brauchen wir eh. So, machen wir nochmal 18. Verkehrt sind es nicht. Eigentlich wollte ich so ein Servo bauen. Fiel mir mal gerade so auf. Egal. Was war das? Zinn Nuggets. Ja, wow, Zinn habe ich doch gerade hier. Machen wir uns mal ein paar. Zack. So. Was war das andere? Hardnet, irgendwas? Glas. Glas, Eisen und Redstone, okay. Glas, Eisen und Redstone, ja, pfff. Wen juckt's? Zack. Haben wir vier von denen wieder. Ein paar von den Item Ducts haben wir noch. Aber waren das nicht die Gläsernen? Ich hatte gedacht, das waren Gläserne, wo man gucken konnte. Kann Sinn, dass ich mich vertan habe. Na, ist egal. So. Ach, siehst. Ich Dumpfbacke. Ich hätte auch mal noch den Rest mitnehmen können, ne? Wenn ich denn noch was da habe. So. Davon habe ich noch. Connector. Ach nee, das ist MV. LV. Jetzt sag mir nicht, mir fehlt's an Kabels. Oh, Gott sei Dank. Inventory Tweaks, was? Ach, halt die Backen. Halt die Backen, Inventory Tweaks, danke. Du hast doch keine Ahnung. Ach, nee, mir fehlt. Nein, mir fehlt ein Kabel. Verdammt, Scheiße. Warum mache ich denn überhaupt immer diesen Fehler? Ich brauch doch bloß hier und dann auf U gehen.
Dann, oder auf R eigentlich. Das war ein Copperwire und ein Stick. Und das war wiederum eine Kupferplatte und ein Stick. Du Scheiße. Ja gut, ein Dings haben wir. Ein Hammer haben wir ja auch noch. Wir haben sogar noch einen. Aber wie sie gesagt, Kupferplatten haben wir keine mehr. Aber Kupfer sollten wir doch eigentlich kaum verbraucht haben, ja. 1, 2. Wir haben aber auch kaum Kupfer. Verdammt. Ist das überhaupt jetzt Kupfer? Das ist Bronze. Ich blöd, Mann. Kupfer war hier. Ich wollte schon sagen, ey. Wir haben doch Kupfer kaum gebraucht gerade. Warum ist das alle? Zack. So. Und dann nochmal mit der Schere drauf. Ah ja, gut. Wir waren 4. Verdammt. Das war mir natürlich jetzt wieder mal nicht bewusst, dass da nur 2 rauskommen. Egal. So, 4. Wo ist er denn da? Verdammt. Zack. Haben wir die 4. Kann das wieder weg? Nein, nicht hier rein. Hier rein. Es soll schon alles seine Richtigkeit haben. Wenn es auch nicht immer seine Richtigkeit hat. Sticks. Habe ich keine Sticks mehr im Inventar? Nein, Tatsache. Na okay. Top, 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 top. Wo? Da. Boah, Alter. Bin ich schon paranoia. Schön wieder nicht gesehen, dass ich Sticks hatte. Boah, Alter. Komm. Krieg mal die Treppe noch auf der Reihe. So. Dann schließen wir mal das noch an. Dann haben wir nämlich das auch schon fertig. Wunderbärchen. Das ist ja, Alter, das ist so ein Traum. Das läuft ja richtig gut. Mit uns. So, zack. Hallo. Runter mit uns. So, und der scheint leer zu sein. Oh. Hey, warum? Ich wollte gerade sagen, warum macht der nichts mehr? Aber er macht ja noch was. So, hier kommt jetzt noch ein so ein Servo ran. So, die arbeitet und jetzt brauchen wir, warte mal, das sind die Konnektoren, ne? So, und wenn ich mich nicht täusche, das da hinten ist ein Relay, ne? Die Connection ist obstructed. Ah ja, du mir auch. Weil hier wahrscheinlich wieder zu viel kommt wieder nicht hin, oder was? Jetzt. Ja, weil Steine im Weg waren. So, jetzt haben die nämlich auch Saft. Das heißt, die können jetzt auch noch ordentlich durchbrutzeln. Ich weiß zwar gar nicht, was die alles brutzeln, die können eigentlich alles brutzeln, ne? Die müssten jetzt theoretisch das auch brutzeln, ne? Zu Dings. Und dann müsste es eigentlich funktionieren. Mal gucken. Warum? Komisch. Oder geht das bloß von der anderen Seite? Okay, keine Ahnung. Muss ich dann nochmal gucken. Irgendwie wollte das jetzt gerade nicht. Ach, siehst du, hier kannst du nämlich darauf auch. So, weil dann mache ich nämlich jetzt noch Folgendes. Zack. Machen wir jetzt nämlich gerade nochmal. Zack. Jetzt splittet er das automatisch und es funktioniert. So, meine Freunde, wir werden jetzt nochmal zu unserer Query Fix gehen. Und ich weiß, ich überziehe schon wieder maßlos, aber was soll's. Wir haben auf jeden Fall heute wieder eine ganze Ecke geschafft. Und ich bin schon wieder so voll geklumpt. Ich muss definitiv sehen. Erstmal nochmal im Lager abparken alles. Und dann nochmal zur Query, die wahrscheinlich eh nicht mehr viel arbeiten wird oder nichts mehr getan hat, weil sie leer und voll und ne. Aber was halt. So. Ja, passt. Für das, was ich mitnehmen kann, reicht das. Gucken wir mal. Dann haben wir nämlich das auch fertig.
user joined your channel. Ja, moin, Spawny. Guten Morgen. Und, alles klar? Ja, alles gut. Ja. Bin gerade nebenbei beim Aufnehmen. Ja, deshalb habe ich auch erst nichts gesagt. Also, ja, nee, alles gut. Wie gesagt. Nur, dass du Bescheid weißt. Und dich nicht wunderst. Nee. Du bist ja auch im Aufnahmeraum. Ja, gut, das hat ja aber auch nicht viel zu sagen bei manchen Leuten. Naja. Das ist es ja. Na, deswegen. Nee, aber ich mache eh gleich Folgenende, von daher. Dann habe ich Zeit. Ja, was nimmst du noch? Minecraft. Ah. Jo. So. Sag mal, wer ist denn hier oben im Laberaum? Andi und Lukas. Ja, ja. Wir sind öfter mal da, aber wie gesagt. Die wollen immer irgendwie da oben für sich sein, keine Ahnung warum. Aha. Deswegen, keine Ahnung. Mich stören sie nicht. Ja, ich war jetzt auch noch auf dem Kollegen und dann wieder Koop-Modus Dead Island zocken. Mhm. Na da. Ja, der ist aber noch nicht da und WhatsApp antwortet ja auch noch nicht. Achso. Gut. So, meine Lieben. Dann würde ich sagen, an der Stelle gibt es hier einen kleinen Cut. Ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein von euch. Würde mich natürlich freuen über Feedback, positiv wie negativ. Ja, und in dem Sinne verabschiede ich mich und sag mal, bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.